halt, also irgendwie eignen sich das sehr viele Guild Wars Spiele an, dass sie eine Prestige-Rüstung haben wollen und unbedingt die besten Sachen, also Beispiel wären Chaos-Handschuhe, falls euch das irgendwann mal was sagen würde, könnt ihr auch auf Guildwiki nachschauen, also Richtig, gerade wollte ich www.guildwiki.de. sagen, ich tipp's gerade mal in den Chat, weil ich so cool bin. www.guildwiki.de. Ich verlinke Ja, es da gleich noch. ist. Super cool auf YouTube. Yay. Einfach drauf gehen, in der Suche mal Rüstung eintippen, dann seht eine Übersicht. Und je teurer die Rüstung, desto cooler fühlen sich die Leute. Wobei Das ist natürlich eigentlich nur teure so. Rüstungen auch häufig sehr gut aussehen, muss ich zugeben. Ja, auf jeden Fall. Ja, hier sehen wir noch einen Runenhändler, der hat für verschiedene Klassen verschiedene Runen. Man kann außer von klassenunabhängigen Runen immer bloß Runen seiner Klasse verwenden, logisch. Runen haben verschiedene Preise, die basieren darauf, wie beliebt die Runen sind. Warum ist Kriegerrune der überlegene Schwertkunst 280 Gold wert zur Hölle? Das ist viel zu viel. Weil das Weil halt niemand viele mögen. überlegene Schwertkunst spielt? Naja. Und jede Rüstung hat einen Befähigungsplatz. Also hier zum Beispiel die überlebende Befähigung oder Radiantenbefähigung und so weiter. Da kann auf jedes Rüstungsteil kann kann eine Befähigung und eine Rune angewendet werden. Und die bringen dann Boni, wenn dran steht, nicht stapelbar, hier sieht man es, Lebenspunkte plus 30, nicht stapelbar. Dann zählt immer nur der höchste Bonus. Ansonsten stapeln sich die Boni, wenn dran steht, also wenn hier zum Beispiel bei Brustrüstung, bei Beinrüstung, das ist abhängig, wo man es halt draufbaut, aber ansonsten, wenn man mehrere davon einbaut, stapeln sich die Boni. So, Grundlagenerklärung. Wo befinden wir uns denn gerade? Provinz Kinia. Machst du gerade noch deine Quest fertig, oder wie? Ich laufe erstmal hin, ob der mir ein Ausrufezeichen gibt, weil ich habe, glaube ich, die dunkle Erinnerung, als ich es das letzte Mal machen wollte, da hatte der mir keine Quest mehr. Komisch, komisch. So, ja, ich vertick so lange hier den Knüppel, die Schriftrolle, die Kamas, das Desinfizierungswerkzeug behalte ich. Den Kurzbogen verticke ich auch. Da lege ich mir irgendwann einen Langbogen zu, mit dem kann man wunderschön einzelne Gegnergruppen locken, weil ihr seht hier um mein Icon hier in der Mitte rum, ich laufe mal hin, wo sonst keine Leute sind, hier diese grüne Punkt in der Mitte von meinem Kompass, das bin ich, hier. Ihr seht diesen Kreis um mich rum. Wenn in diesem Kreis sich ein Gegner, oh wunderschön gezogen diesen Kreis, wenn in diesem Kreis um mich rum sich ein Gegner befindet, dann wird der mich angreifen. Oder wer halt zuerst in den Gegnerkreis, also in den Aggro-Kreis nennt sich das, reinrennt. Und was wollte ich dazu jetzt erläutern? Das habe ich vergessen. Ach genau, wenn man Ja, eben das war da. einen Langbogen besitzt, der hat eine größere Reichweite als diesen Kreis, so minimal irgendwie sowas in dieser Länge. Und damit kann man, oder wenn man eine erhöhte Position hat, eben, dann kann man Gegner damit ziehen, ohne dass man selbst erst in den Aggro-Kreis laufen muss. Und wenn eben derjenige, der den Gegner zieht, dann auch noch nach hinten läuft, dann kann man die Gegner viel, viel weiter ziehen, als sie normal laufen würden. Ist eben unter Umständen sehr vorteilhaft, weil man dann auch Das ist einzelne später auch ein Gruppen ziehen wichtiges kann. Element, wenn man Richtig. nicht unbedingt gegen 50 OP-Gruppen ankämpfen will. Genau, sonst. Jetzt habe ich doch Geld gelagert, scheiße. 280 Gold oder so waren es. Mann, diese blöde Angewohnheit, das gibt's nicht. Ich habe ein gefangenes Skelett, das kann ich jetzt auch vernichten, ne? Halloween ist vorbei. Ja, Gut, das ist auch noch eine 98. ganz tolle Eigenschaft von Guild Wars. Es gibt zu fast jeder. Zu fast jedem Feiertag oder fast zu fast jedem ja, Alles, was es so Feiertags, gibt. Wochen, so halt Weihnachten, Halloween, Ostern, gibt es auch Events in Guild Wars und die werden dann entsprechend toll aufgezogen und also macht riesen Spaß da an den Tagen Guild Wars zu spielen. Oder Ist auch einfach nicht. genial gemacht. Ja, Ja, meistens. wenn man es halt schon eine ganze Weile lang Guild Wars gespielt hat, dann verlieren halt auch viele Leute. Nein, Ey, Spaß. stimmt überhaupt nicht. Die Lust. Benjamin vielleicht. Hier. Aber Ja, Benjamin. wir wollen jetzt nicht auf Leuten rumhacken, die hier mir noch Geld schenken. Also in Guild Wars Geld. Der hat mir nämlich auch noch seine ganzen Ecken geschenkt. Das waren 10 Stück Echt oder so. jetzt? Der will gar nichts Warum? mehr. Der hat auch Domi seine ganzen SOS-Taschen gegeben. Warum? Weil er kein Guild Wars mehr spielt einfach. Deswegen wollte er auch nicht mehr farmen. Hier, gerade Ecken ist kurz vor Ektoplasma-Kugel.
was eigentlich Ektoplasma Klecks heißen müsste, weil es nämlich Glob of Ectoplasm heißt, aber... Übersetzungsfehler vom Arne-Team. Das ist jetzt nicht so wichtig, glaube ich. Ja. Was wollte ich jetzt sagen? Irgendwas wollte ich sagen. Tja, ich kann es dir nicht sagen, was du sagen wolltest. Das ist ein verzwickter Satz. Ich muss darüber nachdenken. In mich gehen. Und so. Jo, ich ziehe mal diese wunderschönen, hässlichen Kapuze wieder aus. Ich habe eine Schnitterkapuze gebastelt und irgendwie... Ich weiß nicht. Ach so, ja, was ich sagen wollte. Ecken sind halt ein sehr beliebtes Zahlungsmittel, weil wenn man mit anderen Spielern handeln will, passt in den Slot für Geld nur passen maximal 100 P rein. Und P gleich Ecken, Platin, Anmerkung. Ja, Platin, also ja. Geld so. Wichtigstes Zahlungsmittel. Es gibt Gold und Platin eigentlich. Und 100 Gold, 1000 Gold sind ein Platin, kurz erklärt. Jo, genau. Und Ecken sind halt ein Ersatz dafür, weil die ungefähr 7,5 Platin wert sind. Und jo. Da kann man dann halt schon größere Mengen ausgeben auf einmal. Und vor allem kann man bis zu wie viel? Ich glaube 8 Stapel Ecken oder 8 Stapel von egal was man will. Ja, in genau, das also in ziehen. Das können wir gleich mal zeigen, wenn du wieder da bist, dann handeln wir einfach kurz. Ich hole nur noch schnell Quest ab, also der hatte jetzt wieder noch Ausrufezeichen über Göpfe. Coole Sache. Können wir SMS'en. SMS'en. Nicht Geld einlagern. Ich will nur die Klosteranerkennungen in den Slot ziehen. Danke, tschüss. So. Und ich sehe schon die Zuschauerzahlen sinken. Weil du so total ewig brauchst. Sorry. Aber ja, ich bin jetzt gleich wieder da so. Ah, B. Fähigkeitenhändler. Ha, kann ich noch was erklären? Ja, ihr seht hier die verschiedenen Attribute, die ich rein zufällig hier auch besitze. Natürlich werden immer bloß Sachen für Klassen angezeigt, die ich momentan auch habe, also ausgewählt habe, nämlich Krieger und Sekundärklasse. Da ich keine feste Sekundärklasse momentan habe, werden eben nur Kriegersachen angezeigt und kein Attribut. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir einfach mal irgendeine... Warte, kannst du mich sehen? Nö, kann ich nicht. Ich stehe vor dir. Oh, ah, doch, ich sehe dich, ich habe bloß das Fenster vor. Hier sieht man in seiner erotischen roter roten Rüstung. So, dann kaufe ich mir einfach mal hier Sonne-Mond-Hieb, damit ich eine Fähigkeit kaufe. Ich werde mir definitiv noch was Nuttigeres kaufen. Also jetzt schon. Ja. Man sieht hier unten rechts 50 Gold. Ich kaufe die Fähigkeit und nächste kostet 60 Gold. Oh nein. Bedeutet, Fähigkeiten werden immer teurer bis zu einem Maximum von 1 Platin pro Fähigkeit. Und es bleibt dann so lange, wie man den Charakter hat, so. Aber nur für den Charakter natürlich. Immerhin. Gut, wo bist du da? Ich sehe unsere Gildenkürze. Dann lade ich dich doch mal eben ein. Und dann würde ich sagen, Let's Play Guild Wars mit Matze weiter. Und natürlich. Aber jetzt wirst du, müssen wir nochmal so bei Togo vorbei launchen. Und dann lass Togo besuchen. Pogo mit Togo und so. Richtig. Also, eigentlich kann ich Togo gar nicht leiden, weil der ist so unnütz und naja. Er wird uns garantiert noch sehr freuen in den nächsten Missionen, die wir spielen. Oh ja. Bis wir Factions durchhaben, ist totale Party wieder. Mit dem. Das glaub ich gar nicht. Ja. Ich bin so froh, wenn er endlich so... Und so. Etwas. Wir wollen jetzt die Story nicht vorgreifen. Ja, stimmt. Was wollte ich werden, Matzen? Sag's mir. Mönch. Ele. Nimm erstmal alles an und dann gucken wir gleich unten. Ich würde dir... Mönch. Ja, nö, Mönch ist eigentlich überflüssig. Nimm Ele. Oder so. Eigentlich Messmer braucht keine Sekundärklasse. Messmer ist einfach Messmer. Messmer hat so starke Skills und braucht auch keine additional Skills, so, also Ersatz. Eine Frage. Oder? Was hast du mit deinem Stab gemacht, Alter? Was ist das? Das ist ein Drachengipfelstab. Den habe ich mal in irgendeinem Dungeon bekommen und ich dachte mir, ich bin jetzt cool und pack den so aus. Naja. Ist der standardmäßig rosa? Ja. Really? Nice. Ich habe doch keine bescheuerten Stäbe rosa. Stimmt, schon.
Also, ich wollte es dir jetzt auch... Rosa ist ein seltener Farbstoff. Ja, habe ich, ja, noch richtig. Man kann ihn nämlich nicht beim Händler kaufen, sondern nur vom Gegner kriegen. Ich habe coolerweise 2 Stück davon schon gekriegt. Und das würde auf meine Rüstung geklatscht so aussehen. Hm. Wer will, dass meine Rüstung rosa färbt, bitte Like drücken, wer nicht, bitte auch. Ja, ich werde meine Rüstung erstmal gar nicht färben. Und schon gar nicht aus meinem Reservoir, das ich hier habe. Das wäre ja total Verschwendung für diesen Let's Play Charakter. Denn ich habe schon einen Krieger und der ist voll episch und cool. So. Ja. Vielleicht werde ich auch den Charakter irgendwann löschen und einfach einen neuen erstellen mit einer anderen Klasse. Wenn wir eine andere Kampagne spielen, je nachdem wie ich drauf bin, mal gucken. Also, bist du bereit? Ready? 1. Jo, ich bin bereit. Ich wurde nochmal hier so privat verhindert. Doch nicht etwa mit Real Life. Oh ja, das Real Life. Scheiße. Okay. Wo gehen wir jetzt eigentlich hin? Also ich gehe jetzt die Assassinen-Quest machen. Ich weiß nicht, was musst du machen? Was hast dich entschieden? Ich habe noch gar nicht gesprochen mit denen. Ach so, dann gehen wir nochmal zurück. Oh Mann. Ich bin etwas verfeilt. Das wird noch besser. Hoffen wir es. I think so. Ah, und ich hoff's. Ja. Falls du noch was erklären willst, hier ist so eine kleine rote Flammenfigur. So. Ah ja. Kleiner Ansporn. Ja, was es gibt in Guild Wars, was sehr unnütz ist, aber sehr cool aussieht, sind Miniaturen. Miniaturen von Gegnern überwiegend. Hier sieht man gerade einen Miniatur-Flammen-Djinn einfach rumkurven. Und die Dinger sind so sackviel wert und es gibt ganz viele Leute, die würden echtes Geld dafür zahlen. Und es gibt ganz viele Leute, die zahlen echtes Geld dafür, so ein Ding zu kriegen. Ich persönlich freue mich über das, was ich habe und naja, komm, so viel Geld habe ich in Guild Wars nicht und echtes Geld zahlen, ne. Never. Ne, zu geizig. 11 Charakterplätze reichen, das ist schon einer mehr, als ich brauche. Und ich freue mich ja, immer noch saumäßig drüber. War schon lustig, als du es so erzählt hast. Mhm. Ich habe mir jetzt für einen Mönch entschieden. Du kannst übrigens auslaufen. Jupp. Ja, wenn ein Spieler aus der Gruppe durchs Portal läuft, egal welcher, dann wird natürlich die komplette Gruppe hinterhergezogen. Also natürlich sage ich ja, dann wird die komplette Gruppe hinterhergezogen. Im so, Gebiet jedoch können wir hinrennen, wo wir wollen. Wir teilen uns einfach mal auf. Du rennst links rum, ich rechts. Das ist ganz cool. Du bist ausgegraut. Stimmt, du auch. Ausgegraut bedeutet einfach, dass der Charakter oder NSC oder was auch immer nicht mehr in unserem Kompassradius ist. Und da ist Ingo wieder, ich kann ihn sehen und er ist auch wieder anklickbar auf meiner Liste. Meine Maus spinnt irgendwie, die zappt manchmal einfach komplett. Nee, meine, die zappt manchmal einfach ganz nach unten und zoomt ganz nah ran. Ganz merkwürdig. Also okay. Ich muss da hoch. Achso, du musst hier hoch zu Taya, ne? Ja. Ich bräuchte halt nur den Monk, weil ich habe jetzt dieses Fex und Brechen ja, ja. Nicht mitgenommen. Scheiße. Ach so. Das musst du auch noch machen. Oha, wie ja, dann machen wir erst deinen, weil das geht schneller, dann ist es auch auf dem Weg. Warum musst du das mit Fex und Brechen noch machen? Weil der Typ doch da besessen wird und ja. Ach so, hast du es jetzt nicht das doch schon gehabt. Ach so, stimmt. Hä? Das müsstest du doch eigentlich haben, wenn du jetzt Sekundärklasse machen willst. Oder nicht? Oder was? Oder hä? Stimmt, das war doch. Du machst jetzt doch Krieger. Ich bin durcheinander. Ich bin verwirrt. Ja. Angriff des Todes, nein, brauche ich jetzt nicht. Stimmt, ich muss hier doch nur aushalten. Ach so, ja dann. Okay, viel Spaß. Du wirst schon wieder in die Sau, Alter. Ich soll Knochenberg töten mit epischen 5 Schaden pro Tanz und Dolch. Oh yeah. Ja, hier spawnen jetzt einfach irgendwelche Gegner, die ich töten muss. Ah, ich kann es nicht töten. Ja. Wun Ying, der epische Krieger. Ihr seht hier gerade, Ziel ist immun gegen Blut und kein Fleisch. Ja. Schweres Los für die Armen. Und Toten. Und sonst, naja. Sind halt schwache Übungsgegner da, sollte man eigentlich Technik mit... verschiedenen Angriffen von Assassinen lernen. Das hier, die verbleibende Zeit, die ist jetzt von Ingos Quest, die er parallel macht. Ich komm gleich mal hoch und klatsch den kurz um. Ja, tu das. Der Monk nervt ein bisschen, der kann sich heilen. Ja, ich suche nachher Panaku.
So, Kriegerschüler. Ja, der Assassine kann eben Leithandangriff, Begleithandangriff und Doppelangriff aneinander rein. Ist eine sehr coole Sache. Achso, vielleicht sollen wir erst auf den Rang gehen, ne? Ja, stirb Mönch. Ja, das bewirkt eben ganz schöne Kombos zumeist. Hey, ich mach keinen Schaden. Wo sind unsere Gefolgsleute? Die stehen auch nur dumm rum in der Gegend. Ja, irgendjemand hat vorhin mal irgendeinen Blitzzauber eingesetzt. Hier wollten wir einen Mönch wieder angreifen. Kriegen wir noch kaputt vor Ende der Zeit. Oh, schade. Schade. Naja, jetzt haben wir es nur überlebt. In Anführungszeichen. Ja, aber bringt eh keinen Bonus oder so. Boni gibt es immer nur bei Missionen. Was Missionen sind, dazu kommen wir später. So, ich muss nach Ja, Provinz Kinya, da muss ich auch hin. Laufen wir vom Dorf aus oder gehen wir direkt rein? Nee, wir gehen oben lang. Da ist doch eh auch noch Ranmusu-Gärten. Jo, aber da kommst du erstmal nicht rein. Ach stimmt, das war die Rückseite, ne? Oder? Egal. Doch, von hier aus komme ich doch rein. Mm-mm. Nee, genau. Die sind noch versperrt, bis wir die erste Mission machen. Ja, das ist ja Chos Anwesen. Okay, aber vor erste Mission, wenn ihr hier hin... dürfen. Achso. Ja, wollten nur mal so... Ja, wenn wir hier hingehen würden und rein dürften, dann wäre dort die erste Mission. Das ist auch nicht mehr so lang. Ja. Nur noch ein bisschen. Wir werden übrigens nicht alle Quests spielen, so gern du auch das tun würdest. Ja, ich bin Story- und Quest-Hure, aber ich bin stolz drauf. So. Geben. An alle, die mich auslachen wollen. Tja. Ah, so, dann klatschen wir erst mal um mit seinen blöden Geistern. Kopf eine Kupferschädelmünze, die Dinger sind auch so, was kommt, nutzlos. Ich habe uns jetzt allen gerade noch einen Rüstungsbuff verpasst. Ja, 6 Rüstung ist jetzt, klingt jetzt nicht so viel, ist es auch nicht, aber immerhin 10, 20 wird Rüstung. Später noch stärker. Eben, und 10, 20 Rüstung können schon einen Unterschied machen, gerade bei niedrigen Leveln ist es schon noch nützlich, wenn man da ein bisschen mehr hat. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, Geister sind eine Spezialität von Ritualisten. Der Waldläufer kann auch wenig, also kann auch ein paar wenige Geister beschwören. Die sind aber eher passiv, also sie greifen nicht wirklich an. Die greifen nicht an, richtig. So, hier haben wir noch unseren ersten Boss. Ja, den erkennt der man Boss an der, mit Aura. Ja, richtig, den erkennt man mit an seiner Aura dort. Bosse sind grundsätzlich stärker als der Blutgegner. Der hier macht sogar ganz schön Schaden, muss ich zugeben. Aua! Gleich mal eine dicke Leo-Interrupt. Bist etwa benommen? Oder war da ein unterbrechender Gegner? Ich bin benommen. Nicht gut. Ha! Interrupted. Das ist eine Spezialität vom Messmer. Alles, was der Gegner machen will, unterbrechen. Ja, hassen die Gegner am Messmer. Richtig, Messmer ist so der... Entweder du hast saumäßig Lebenspunkt-Degeneration oder du stirbst. Ja, ich sterbe. Ich belebe dich mal eben wieder mit meinem Sieg, der wiederbelebt. Nein, dann war ich schneller. Entweder du hast saumäßig... du bist irgendwie ein bisschen Flamethrower geworden. Entweder du hast Lebenspunkt-Degeneration wie Sau, um zu mal beenden jetzt meinen Satz, oder du kriegst keinen einzigen Skill raus, weil alles gebrochen wird. Aua. Und irgendwie kriegen wir gerade ziemlich aufs Maul. Also ich muss dazu sagen, ich spiele den Messer jetzt gerade 5 Minuten lang, also... Don't oje, blame me for Heile gestorben. Being bad. Gut. Ah, Heile wieder am Leben. Gut. So, mit Sterbemalus. Ich persönlich habe Moralschub ohne bessere Waffe. Yummy. Ja, das ist auch noch ein ganz spezielles System, was ich nicht so wirklich mag. Sterbemalus und Moralschub. Moralschub mag ich eher. Für jedes Mal sterben bekommt man 50% Sterbemalus. Das heißt, hier wird Energie und Leben jeweils abgezogen. Also wirst du nicht mit... Wenn du mit 100 Leben stirbst, wirst du wahrscheinlich mit 80 oder so, keine Ahnung. Mit 85, 15% fehlen. Ja, genau. Wirst du halt mit 85 wiederbelebt und genauso bei der Energie. Das soll einfach verhindern, dass man immer so
Macht wie immer. Meine Macht wie immer angefangen hat. Keine Ahnung. Ja, was auch immer, die sich da gedacht haben. Irgendwie, dass man so einfach stirbt und keine Konsequenzen hat, weil das wäre ziemlich lame. Irgendwie, dann würde ja auch nichts passieren und das wäre dann doch irgendwo doof. Und naja, man kommt irgendwie, man findet sich damit zurecht. Problem ist halt, wenn man dann irgendwann mit 60% Sterbemalus in einem Gebiet hängt, dann ist man nur noch am Heulen, weil ein Gegner ein zweimal trifft und dann stirbt. Aber so ist halt die Spielmechanik und hey, irgendwie, wie gesagt, man kommt doch damit zurecht. Ja. Ui, ist da jemand Stufe 5? Hahaha. Schnellwirkung. Achso. Ja, für jeden Stufenaufstieg bekommen wir schon Atri-Punkte. Ich weiß nicht, ob du das schon gesagt hast. Hast du das schon gesagt? Ja, ich habe es vorhin erklärt kurz. Atri-Punkte, da kriegt man pro Stufe am Anfang immer 5, danach sind es 10 und dann 15, glaube ich. Pro Stufenaufstieg Attributspunkte dazu. Die kann man frei verteilen auf seine Attribute eben, die man hat. Und ja, wenn man im Außenposten ist, kann man die auch wieder frei verteilen, wenn man möchte. Also kann dann eben aus allen Attributslinien wieder Punkte rausnehmen oder neue reinsetzen. Das ermöglicht eben eine schöne Flexibilität. Man kann sich je nach Gebiet, das man vorhat zu spielen, anpassen. USW, USF. Ne? Mhm. Das ist schon der nächste Boss, auf den freue ich mich auch. Die tut auch ganz schön weh. Ja, die ist mies. Der und haha, sie steht allein rum von wegen. Natürlich kommen noch Gegner spawnen. Sind allerdings zwei Waldläufer, dementsprechend nicht ganz so gefährlich. Ich hab's interrupted. Dass du sogar den Knopf bekommst. Wow, Schaden. Ziegel der Unbeholfenheit. Gute Sache. Und Schambi, bist du primär zu. Deine Rüstung ist wirklich sehr, sehr niedrig, möchte ich sagen. Mhm. Das ist auch so ein Unterschied. Also Caster haben am Ende, wenn sie die höchste Rüstung haben, die sie sich kaufen können, 60 Rüstungswert. Der Krieger hat 80. Und ja. Zusätzlich kommt beim Krieger noch hinzu, dass er halt ein Schild hat. Gibt ihm auch nochmal ein bisschen Rüstung. Also der wird so Ruffini Target sein. Ja. Die Gegner suchen sich nämlich meistens den mit dem niedrigsten Rüstungswert. Leider. Das ist was, was dem Ingo noch ganz häufig, wenn er mit mir spielt, in den Arsch treten wird, glaube ich. Aber du bist es ja gewohnt, bist ja primär Inventarmagier sowieso meistens und deswegen. Ja. Das ist meine Lieblingsklasse hier. Eigentlich. Meistens. Außer du spielst Assassine, dann ist Assassine, aber... Ja. Naja. Assa ist auch eine coole Klasse, aber... Ele habe ich schon so lange und den habe ich auch eigentlich so, warte, so gut wie... Also, in Guild Wars gibt es ja Titel. Das sind so auch Prestige-Objekte. Ja. Ah, da. Grants Stimme. Ja, eine das ist Gottheit. Jetzt einfach... Gott der Unterwelt. Genau, Grants ist der Gott der Unterwelt und jetzt können wir uns hier für ein bisschen Gold einfach verschiedene Sachen kaufen. Moralschub bringt uns eben, ich habe hier schon 4% durch die zwei Bosse eben, ja, ich habe jetzt 4% mehr Lebenspunkte und 4% mehr Energie, nämlich genau einen Energiepunkt, juhu. Und ja, ich kann auf meine Attribute eben jetzt hier mir Boni kaufen. Gibt nicht mal was für Schwertkunst momentan. Und es geht eben nur, wenn man Gunst hat. Wenn ich / Gunst eingebe, kann ich das abrufen. Hier 20.799 Minuten Gunst der Götter übrig. Das ist ein ganzes Stück. Gunst wird erlangt, indem ein Spieler einen Titel maximiert. Wollte ich sagen. Ja, ich kann hinzufügen, dass Ingo das ganz gut kann und ganz häufig tut. Oder getan hat. Und er ja, deswegen also, den Titel Gott und des Sterblichen schon längst erreicht hat. Das ist so der Titel, wenn du da 30 andere Titel maximiert hast, also die höchste Stufe erreicht hast, dann bekommst du den halt. War halt mein Ziel, bevor GB2 rauskommt, wollte ich mich ein bisschen sputen, bin ich halt so schnell fertig geworden. Was soll das? Nur wenn man schon alle Titel haben kann, dann nimmt man sie ja auch. So naja, mir soll es recht sein. Je früher erst hat, desto weniger muss ich helfen oder so ähnlich. Wann wirst du eigentlich endlich mal weitermachen bei deinen Titeln? Och, mein Erkundertitel ist ja fast fertig mittlerweile. Alle drei Kontinente? Nein. Elona, gell? Richtig. Irgendwas 96% ja mittlerweile. Okay.
Was hast du gesagt, Mönch, was musst du jetzt machen zur Hölle? Ich muss, glaube ich, bei den Yetis irgendwie vorbei lunzen. Ah, okay. Also erstmal zu Bruder P waren hier so. Wenn Watson den Teamchat anhat, dann ja, kann ich den ich hier so pingen. Ich habe nur Teamchat momentan an. Ich kann auch Emoticons einschalten, dann sieht man eben, wenn jemand jetzt anfängt zu tanzen, dann steht da dran, Let's Play mit Matze, fängt an zu tanzen. Und naja. So. Ich könnte auch den Handelschat, dann steht eben, wenn jemand im Handelschat schreibt. Juhu, Matze, ich habe wiederbeleben. Jetzt kann ich so die Gruppe retzen. Bin ich so episch, immer. Oh, jetzt hast du wiederbeleben. Boah, bin ich beeindruckt. Ui, Framerate, bitte nicht einbrechen. Was musst du jetzt machen? Du musst jetzt da hochrennen. Okay. Ach stimmt, du musst die Sachen sammeln. Kannst du das ohne mich machen? Ja. Okay. Geht klar. Kannst dich ja auch selbst heilen bestimmt. Weil ich muss jetzt nämlich mich hier mit Panaku treffen. Panaku hat einen ganz diabolisch gemeinen Plan. Nämlich irgendwas umzubringen, wie das Assassinen eben so machen. Er verrichtet halt sein Tageswerk. Richtig, ein Assassine eben. Jojo. Der wird sich gleich fünfmal beschweren, dass ich ihm viel zu langsam bin. Blablabla, bla bla, ich bin bereit, meine Fähigkeiten auf den Ruhm zu stellen. Nein, danke, ich möchte sonst keine Fähigkeiten in meine Bau aufnehmen. So, seid ihr endlich soweit. Lalalalalala. Ich weiß eh, wo ich hin muss. Ich habe die Quest schon so oft gespielt. Stopp, ich muss unten rum. Boah, und du, ich hab Hunger, das glaubst du gar nicht. Sag mal, Framerate, bleibst du mir jetzt mal da? 28, 30, jetzt geht's wieder. Hab grad immer so ein kurzes Stocken, das gefällt mir nicht. Das ist prinzipiell negativ. Richtig, ich meine, gut, jetzt Guild Wars ist nicht so das Action-Hack'n'Slay. Da, 17 Frames schon wieder. Was soll das? Guild Wars ist nicht so das Action-Hack'n'Slay, wo ich schnell reagieren muss, aber es ist trotzdem von Vorteil, wenn ich meine Fähigkeiten rechtzeitig einsetzen kann, zum Beispiel mich heilen, bevor ich sterbe. So, eine ganz beliebte Mechanik in Spielen. Na gut. Ist ganz angenehm, wenn man nicht vor Schmerzen sterben muss. Ja. So, schon eine Sunkra-Klinge. Ist die besser? Glaubst du, ich krieg den roten Yeti down? Wenn du Degeneration machst und dann wegrennst, ja. Sonst nein. Oha. Was war das denn? Das ein Treffer war oder schmerzhaft. Was? Ja, hochkommende Galle. Aua. Aber ich lauf einfach weg, mach Degen, das passt. Ja, Degen, Abkürzung für Degeneration, gerne auch Dereg also, genannt, fälschlicherweise. Deregeneration. Man sein verliert Leben nimmt halt permanent, kontinuierlich. Aua. Das war nicht gut. Ich komm gleich mal vorbei und retz dich, also wiederbelebe dich. Ich beobachte dich. Oh, stimmt, das ist auch noch so eine schöne Mechanik. Wenn man tot ist, dann kann man alle Gruppenmitglieder beobachten. Einfach draufklicken und ja. Da ist der schnell bla tot. Zwei Federn. Uhu. Yay. Kannst du ja schon ein ganzes Concept bauen. Fast, ja. Ich bin schon unterwegs und Level ab Stufe 5. Bitte. Ein Punkt in Schwattkunst noch. So. Wo liegst denn du? Da so in den Bergen. Okay. Tja, ich habe leider weder Sprinten noch Preschen, das heißt, ich kann mich nicht selbst Speed buffen. Naja, also ich kann meine also Laufgeschwindigkeit nicht erhöhen. Ah ja. Dann müssen wir halt kriechen. Hast du wenigstens deine Items schon gesammelt? Knochenbeeren zumindest. So viel ja, habe ich. Ich muss nur noch Dingens halt Quests oder? Abgeben. Okay. Ja, dann geht's ja. Ich dachte, du müsstest jetzt noch ganz nach hinten zu den Mantiden rennen. Ob man das sammeln. Das ist gut. Ah, bis ich mal bei dir ankomme. Tralala. Kann ich pingen, dass du tot bist? Nee, schade, ich hätte mir jetzt ganz drüber lustig gemacht. Oha. Und ich habe überhaupt keinen Titel angezeigt. Ich muss doch meinen Weisheitsverschlinger anzeigen, weil der ja so hochrangig ist. Hast du den eigentlich gemaxt? Nee, ne? Weisheits? Ja. Naja, lang nicht. Wie viel brauchen wir denn? 10.000? Weisheitsverschlinger.
Ich glaube 10.000, ja. Ich bin bei knappen 2.000. 1.950. 1.310. Dass ich halt die höheren Titel habe, hängt wahrscheinlich daran, dass ich zeitweise ein bisschen mehr Guild Wars gespielt habe als die haben. Ja. Ach, da während liegt du der. Dann Battlefield Bad Company gesuchtet hast, während du ja, League of Legends gesuchtet hast, ja, während du. Gut, das lassen wir jetzt mal außen vor. Ja, wir zocken halt gerne. Und viel. Und gut. Nahezu, so. Immer gut. Manchmal auch weniger gut, aber häufig gut. Ich glaube, ich hole mir als erstes Energy Wave. Das ist also Energiewelle, das ist halt so ein Elite-Skill so. Und darauf baue ich dann meine folgenden Skills auf. Ja, Energiewelle ist ein ganz schöner Skill, der lässt den Gegner Schaden nehmen und lässt ihn Energiepunkte verlieren. Was bei vielen Gegnern richtig schön ist. Du bist jetzt auch so. Zu Meister Togo zurück, ne? Jo. Dann nutzen wir doch wieder mal die Resign-Technik. Oh yeah. Let's Play mit Mats hat aufgegeben und zum Außenposten zurückkehren. Wuhu. Yay. Ich würde sagen, wir spielen noch bis Minister Cho's Anwesen, dann machen wir mal Pause, oder? Jo. Finde ich gut. Weil Guild Wars spielen macht hungrig. Oder so ähnlich. Ui, 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 Framerate 18, 17, 30, 18, 10? Was ist denn los? Ist noch am Leute laden im Außenposten. Naja, es geht. Und ich kann nicht in Full HD aufnehmen, weil es dann ruckelt. Bäh. Weil meine Festplatte so langsam ist. Das ist so bitter. Holt ihr eine SSD? Ja, das Ding ist halt scheiße teuer. Ich hätte auf der Gamescom eine gewinnen können, weil die wussten nicht, welche Augenfarbe Jackington hat. Dabei gibt's doch dieses Artwork, wo seine Augen so richtig blau leuchten. Und ich stand da und der hat den Typen neben mir gewählt und der wusste es nicht und ich bin so explodiert. Ach ja, die Gamescom. Ich wähle den Assassin als meine sekundäre Klasse, das kann ich nicht verändern. Doch, oh nein. Aber erst später. Später. So. Ui, Stufe 6, Alter. Power Leveling hier. 6 auf Schwertkunst. Yay. Trefft mich im Sunquartal. Natürlich nehme ich an, Meister Togo. Ja, das wird jetzt eine ganz einfache Quest. Hast du angenommen? Sehr einfach. Ja. Ja. Nämlich rennen mit Meister Togo, da wo wir vorhin schon waren, zu Minister Cho's Anwesen. Und dann werden wir sogar reingelassen. Führe Meister Togo spazieren. Richtig, so kann man es auch nennen. Oder beschütze Meister Togos Arsch, denn er wird bestimmt fast sterben. Zwar ja, jetzt beim so Rumlaufen dumm wie der nicht, ist, könnte ich mir das gut vorstellen. Also ich muss sagen, die KI, also künstliche Intelligenz sozusagen, also die Bot-Intelligenz oder wie auch immer man das sagen will, ist sehr, 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 sehr beschränkt. Togo ist einfach nur dumm. Togo ist der Charakter, der am häufigsten stirbt in irgendwelchen Missionen und deswegen man es verkackt. Man kann so ein gutes Team haben, wie man will. Man kann 8 Heiler mitnehmen und Togo schafft es zu sterben, obwohl ihn alle protten, also schützen. Prot, Englisch von Protect, ne? Ist klar. Ah je. Oder sollen wir doch nochmal Dings hier Anwesen kurz durchballern? Wie du willst. Ach, lass kurz Pause machen, was essen und trinken und dann lass das Spiel noch. Jo. Hast du gerade eine Uhrzeit? 19:43. Erst? Mein Gott, es ist schon wieder dunkel draußen. Ja. Wir haben, falls die Leute es irgendwann angucken, momentan hier Anfang November und es ist Kuh-Nachtzeit, 18 Uhr. Ich hasse es, wenn es so dunkel ist. So, Seht jetzt, wir haben Verbündete, Meister Togo und Yijo Tan, wer auch immer das sein soll. Das ist sein Ritualistenschüler so. Ist der, stimmt, der ist auch, nee, der ist, doch, der ist Ritualist, stimmt, recht hasch. Krasse Sache. Ja, und er ist leicht arrogant und nervig und ist eigentlich der Charakter, den ich am allerwenigsten mag, direkt nach Meister Togo. Das ist nicht Yijo Tan. Nee? Du meinst Großmeister. Stimmt, Großmeister. Das ist der Ele. Er ist so, ja, ich bin eigentlich viel besser als alle anderen und sterbe trotzdem genauso oft. Mhm. Ja, der ist auch nicht irrelevant und kann sterben. Ja. Und ich freue mich jedes Mal, wenn es tut. Mhm. Ha, mein Kill. Und ich habe keinen Erfahrungspunkt dafür gekriegt. Weil ich nicht angegriffen hatte und zu weit weg stand. Nein! Du wirst sterben. Alter, ich mache schon 29 Punkte Schaden.
mit meiner 5 bis 7 Waffe. Stopp, irgendwas stimmt nicht. Die haben einfach nur eine Rüstung. Das kann natürlich sein. Stimmt, ich mache sowieso mehr Schaden in den Tanzen. Und Levelvorteil noch. Tanzende Dolche sollte eigentlich plus 5 machen, macht aber 6. Ja. Plus 11 EP. Yay, langsam wird es echt wenig. Je höher das Level wird, desto weniger werden die Erfahrungspunkte. Bei gleichbleibender Gegnerlevel, richtig. Und desto mehr benötigt man auch zum Wechseln. Alter, wie haust du den jetzt plötzlich um? Ist wohl noch an so einem gestorben. Ja. Naja. Mesmer wird schon ziemlich stark, also... 4 Goldmünzen! OMFG! Was ich sagen wollte, ArenaNet haben mit ihrer Zweitklassen-Einführung sich einen großen Stein in den Weg gelegt. Heißt es so? Doch, ja. Weil es werden immer wieder neue Builds entwickelt, die halt auf Sekundärklasse basieren und die sind dann einfach so OP, dass man zum einen alles damit abräumen kann und zum anderen, ja, ist es halt nicht erwünscht, dass nur ein einziges Bild so stark wird und der Rest vernachlässigt wird. Deswegen hat Arnett immer wieder Nerfs, sozusagen, also sogenannte Nerfs, eingeführt und auch wieder Buffs. Also da wurden halt verschiedene Klassen mit ihren Fähigkeiten